Ich hoffe, es funktioniert. Jo. Geht. Willkommen back zum vierten Stream von Spider-Man oder Marvel Spider-Man von Dreamers. Mit mir, Mortal Xerox. Noch leiser machen. So. Noch was zu trinken. So, dann starten wir doch mal. Wir sind eigentlich schon jetzt recht weit vorangekommen. Okay, wo müssen wir noch mal hin? Hatten wir ein Level Up? Nein, noch nicht. Ah ja, das kommt noch. Okay, noch 800 EP brauchen wir dafür. Hier haben, dieses Gebiet haben wir komplett. Sind wir wieder so weit nach unten gegangen? Wir waren ja hier beschäftigt. Ja, machen wir doch gleich die Station dort hinten. Wow! Und Boost übers Haus. Oh! Oh, es hat noch funktioniert. Geil! Ah, das Schwingen einfach. So, wir machen ein paar Stationen, dann können wir Hauptmissionen weitermachen. Dann haben wir jedenfalls schon das meiste erledigt hier. Schöner Stadtbezirk hier. Haben wir ja schon fotografiert. Und so, wir sind da. Sorry. Na, Ladebildschirm. Ah, ich habe gar nicht gelesen, also wie der Name hieß. Ah, wir gehen Nacht. Okay. Wir stellen hier überall energiesparende LED-Anzeigetafeln auf. Die Station überwacht ihre Arbeit. Ich hoffe, sie spart genug Geld ein, damit Oscorp das Programm weiter unterstützt. Typisch. Oscorp hat die technischen Daten ignoriert und die Spannung an den Anzeigetafeln erhöht. Wenn ich das nicht repariere, explodieren sie. Menschen werden verletzt. Und das ist das Ende dieser Station. Meine Elektronetze versetzen den Motoren einen Schlag und sie fahren herunter. Und ich habe nur wenig Zeit. Ah, mit den Elektronetzen. Okay, den haben wir ausgerüstet. Okay, dann mache ich Jump. Und Schuss. Gut, das nächste ist hier unten. Ich muss jeden Monitor einzeln treffen. Gut. Ah. Ja, den habe ich auch noch. Anzeigetafel von mir geben. Und da steht nicht Landplage drauf. Das fun Nein, der hier hat nicht ganz so funktioniert. Und jede Menge Zielscheiben. Oh. Das ist voll das Training für zum Zielen. Dann hier. Explosionen würden die Werbung interessanter machen. War ja ganz einfach. Okay, gehen wir etwas höher. Noch höher. Oh.
Mist, das wollte ich nicht ganz. Wo hat's jetzt noch eine Tafel? Ah, ganz oben. Also ja, es geht ja um Zeit. Habe ich gar nicht gemerkt. Aber wir sind ja schon fast fertig. Ah, wir sind fertig. Fast vorbei. Okay. Jetzt müssen die Anzeigetafeln korrekt eingestellt werden. Und sie haben viel Geld eingespart. Das ist wohl Oscorps Hauptanliegen. Vielleicht ist also die Station aus dem Schneider. Ah, das war's. Ja, nice. Stimmt, wir hatten ja einen Ladebildschirm. Nice, das ging jetzt wirklich schnell. Ich bin seit Jahren Fan. Schön, Sie zu sehen. Warum stehst du hier rum? Keiner. War das nicht die, die vorhin, oh, ein Typ, nur ein Schild. Bitte nicht den Anzug berühren. Wie du durch das Fenster gesprungen bist, du. Wow, einfach wow. Gut aus, Spidey, kämpf weiter für das Gute. Verschwinde aus meinem Viertel. Ey, Mann. dann gehen wir noch dieser Punkt hier machen. Was haben wir hier? Ah, hier hätten wir nur noch Taube und Black Cat. Ja, aber machen wir als erstes dieser Stadtteil zu Ende. Immer schön nach einer nach dem anderen. Ah, hat's einen Gegner? Wo? Wir machen Fortschritte, weiter so! Okay. Wolfs und Fisk ist nachtragend, wer hätte das gedacht? Und sie sitzt einfach dort! Schöne Schuhe! Ja, noch Wiedergutmachung machen, so. Ups. So, nice. Schön farbenfroh hier. Gut. Ist ja nicht allzu weit weg. Jump. So. Felicia ist sehr fleißig. Aber ich hol auf. Hat sie irgendwo einen Graffiti? Irgendwo unten. Ah. Und bitteschön. Ist irgendwie immer bei den Türen. Also waren jetzt jedenfalls die ganze Zeit. Mit kostbaren Unikaten. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden. Sonst könnte sie einfach Bargeld stehlen. Nice. Ach, immer noch kein Level up. Station ist dort. Und oh, tut mir leid, ich habe voll die Tauben erschreckt. Zahlreiche Zeugen haben gesehen, wie dieser Aufschneider Spider-Man sich über den Times Square schwang und Netze auf elektronische Werbetafeln schoss. Gut, diese Werbetafeln sind abscheulich. Zu meiner Zeit waren Werbeschilder Kunstwerke. Aber wichtiger ist doch, was hatte er davor? Hier meine Theorie. Er infiziert die Tafel mit einem Virus, damit sie Passanten unterschwellig hypnotisieren. Boah, das war jetzt wirklich ein nicer Run. Spider-Man mögen! Und das macht er schon seit Jahren. Das ist die einzig plausible Erklärung dafür, dass diese Gefahr so viele Fans hat. Okay. Voll die Umgebung. Liefern sich Feuergefecht mit Dämonen. Haben einen Vorfall bei Grand Central. Ja. Ah, nochmal. Lol. Okay, dann halt. Tauben im Stoff.
Futterstellen, die Vögel anlocken und ihre Exkremente analysieren. Ja, du hörst richtig. Ich habe einen Abschluss im Vogeldreck testen. Im Ernst. Sie können Krankheiten übertragen, die für Menschen gefährlich sind. Wir müssen ihren Gesundheitszustand überprüfen. Weißt du, ich wäre so gerne hier, um mir deine schönsten Toilettenwitze anzuhören. Die Tauben sind mit einem gefährlichen Erreger der Vogelgrippe infiziert. Und er ist schon mutiert und kann sich auf Menschen übertragen. Okay. Oh nein. Ich kann in Harrys Labor den Jedes Mal ist es voll erschreckend. Ich muss mich beeilen, sonst mutieren die Tauben zu Ratten mit Beulenpest. Am besten verteile ich ihn an 3 Hauptmigrationspunkten. Zum Glück hat die Station die Info, wo sie sich befinden. Erster Migrationspunkt ist im Park. Die Vögel verteilen den Impfstoff an ihre Kunden. Ah, okay. Das ist nice. Die Tauben dulden, dass ich durch ihr Gebiet fliege. Also schulde ich ihnen was. Ich wette, die Avengers kennen keine Vogeldreckmission. Hier sind wir wahrscheinlich noch kein Teil von den Avengers oder so. Also ich nehme es jetzt mal an, weil er ja das gerade gesagt hat. Okay, hier sollte der Park sein. Los geht's. Der Impfstoff ist aerogen. Ich kann ihn also in die Bäume sprühen. Ah, in alle Bäume. Okay, alle grünen Flächen wegmachen. Okay, nice. Das ist geschafft. Jetzt noch nächster zwei. Park. Und alle hopp. Hui. Hui. Okay. Das Spray gefährdet keine Menschen oder Tiere. Voll Speed durch die Bäume. Oder löst die Zombie-Tauben-Apokalypse aus. Hierdurch machen wir gleich alle Felder. So. Und nächster Park. Jameson macht da sicher was draus. Könnte mir Spider-Man versprüht Giftwolke vorstellen. Ich helfe Tieren gerne. Sie sagen nicht Landplage zu mir oder schießen auf mich oder so. Ist es übertrieben, wenn ich Tierarzt zu meinem Lebenslauf hinzufüge? Nur wegen dieser Mission, oder wie? Oh, Mist. Ja, danke. Er hat einfach weitergemacht. Perfekt. Was? Ah, gut. Okay, das sollte schnell wirken. Ich scanne zur Sicherheit lieber ein paar Tauben. Oh, Kaffee. Jungs. Sind wir hier? Hey, bin kitschig, aber du bist mein Held. Merz. Geschafft. Keine Zombie-Tauben. What? Wow. Wäre das sonst passiert, oder wie? okay, noch 500 Punkte. Kommt noch ein Ladebildschirm. Nikola Tesla hat hier Tauben gefüttert. Und Harrys Mom auch. Ich erinnere mich, dass sie uns hergebracht hat. Ich würde es gerne Harry erzählen, aber er reagiert nicht auf Anrufe oder Nachrichten. Oh, dann haben wir dieses Viertel. Schön. Beendet. Die Tauben zeigt irgendwie nicht an. Ah, jetzt. Okay. Why not? Gehen wir noch dorthin. Wir haben ja noch eine Nebenmission zu Oberst. Dann können wir uns schön nach oben voranarbeiten. Immer schön noch Tricks machen. Wow, was? Falsche Richtung. Sorry. Wow. Doppel sorry. Wieder Tauben verscheucht.
Schön von Ecke zu Ecke hüpfen. Nice! Wieder schöner Run. Wieder verpasst. Du fragst dich sicher, warum ich wieder im Spiel bin. Der Pfad der Tugend ist langweilig. Mein Ziel ist 50 Millionen. Eine schöne Runde. Ah, ist keine Tür, aber ein Lüftungsschacht. Wenn du mich vorher erwischst, gebe ich alles wieder zurück und werde brav. Meine Zukunft liegt in deiner Hand, Spinne. Okay. Jedenfalls haben wir das schon entdeckt. Ja, uns fehlt dann gar nicht mehr so viel. Wir haben dann eigentlich den ganzen unteren Teil mit den Forschungsstationen schon hinter uns. Und eigentlich auch dieser Streifen hier. Dann fehlen uns noch fünf Stück. Oder mehr. 6. Hier steht irgendwie, dass 2 hat. Okay. Gehen wir die Taube einfangen. Das haben wir dann auch noch geschafft. Das war ja auch unsere Nebenmission. Ha, eine Taube. Was? Sie fliegt weg. Wieso hat das nicht funktioniert? Die haben wir schnell. Die Taube kennt sich in der Stadt besser aus als ich. Die haben wir. Komm. Ja. Okay. Nice. 7 von 8. 7 von 12. Was laber ich? Gut. Nächster Stopp. Der beunruhigende Bericht über Spider-Man in unseren öffentlichen Parks, wo unsere Kinder spielen. Offenbar verfolgt er Tauben. Ja, wilde Tauben. Vielleicht sorgen sie sich um seinen Geisteszustand. Und das zu Recht. Haben Sie je von der Goliath-Vogelspinne gehört? Ich erspare Ihnen die ekligen Einzelheiten, aber diese Spinne frisst Vögel. Spider-Man klebt an Wänden wie eine Spinne. Er springt wie eine Spinne. Welche Gemeinsamkeiten gibt es noch? Ah, come on. Man. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Ich muss das beenden. Und zwar schnell. Hier wimmelt es von Bankern. Das perfekte Ziel. Bei dieser Tür? Nein. Irgendwo auf dem Dach mal. Auf dem Kran. Nein. Wasserturm? Nö. Und bitteschön. Dort. Offensichtlich kennt sie sich hier aus. Und da fällt mir ein, wie ich sie erwischen kann. Jo, was mache ich? Gut, nächste Taube. Von denen haben wir auch nicht mehr viel. Ich sehe jetzt noch 5 Stück. Nein, ich will nicht. Mann! Danke. So. Wow. Okay, das war richtiger Katapultwurf. Oder Sprung. Okay, hier ist die Taube. Da ist eine Taube. Bleib hier. Ich tu dir nichts. Kein Problem. Ja. Die geht mehr in die Kurve. Ja, hier haben wir. Nice. Also von den Forschungsmarken haben wir auch jetzt reichlich. Was haben wir hier? Ah, neue Sachen. Okay. Hochleistungs erhöhen den Schaden, wenn deine Gesundheit über 100 beträgt. Ja, aber wenn ich dann Schaden bekomme, dann nützt mir diese Fähigkeit gar nicht mehr. Verlangsamt
die Zeit nach dem Manöver. Ich lasse es so mal, wie es ist. Hier haben wir was. Weiter zurück. Wer hier? Das wäre eigentlich auch noch geil. Ich sollte eigentlich mehr diese Gadgets gebrauchen, weil das meiste mache ich eigentlich mit den Kombos. Die reichen eigentlich auch schon. Ja, wir können. Nice. Gut. Können wir mehrere auf einmal ausschalten hintereinander. Dann spare ich jetzt noch für diese zwei. Dann haben wir Verteidiger mal abgeschlossen. Und dann konzentriere ich mich ja eher auf Innovator. Weil Netzschwinger ist ja nur beschleunigen, oder? Außer dieser Move, der brauchen wir noch unbedingt. Sonst haben wir nichts mehr, wo wir freischalten können. Ja, gehen wir Forschungsstation. Spider-Man, du bist klasse. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja, sie ist leider nicht mehr unter uns. Krebs, weißt du. Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Danke, Spider-Man. Meldungen über Schüsse. Officer getroffen. Der Ort ist die Feuerwache an der Westside. Ah, ich dachte schon, warum zeigt es die Map nicht an? Aber hier ist ja der Central Park nebendran. Arcturus. Mal wieder Spider-Bot-Mission. Hey, Pete. Die Station verfolgt GPS-Chips, die in der Stadt an Vögeln und anderen Wildtieren befestigt wurden. Sie sammelt Umweltdaten, was enorm wichtig war, und verbessert die GPS-Technik für Oscorp, was Dad wichtig war. Also ist sie wahrscheinlich sicher. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Hey, okay. Vielleicht finde ich mit der Technik hier meinen verlorenen Spider-Bot wieder. Die Dinger sind zu teuer, um verloren zu gehen. Okay, ich habe das Tracking-Signal am anderen Spider-Bot erhöht. Jetzt kann er seinen Bruder aufspüren. Ich habe das Signal des anderen Bots im Park verloren, also muss ich diesen hier dort absetzen. Nichts Ungewöhnliches, ich gehe nur mit meinem Spider-Bot im Park spazieren, wie jeder andere auch. Ja, sicher. Wer macht das schon nicht? Hui! Schön im Busch. Okay, er folgt den Ping-Signalen des anderen Spider-Bots. Mal sehen, wo es hingeht. Let's go. Auf die Rutsche. Ernsthaft? Ob ein Kind ihn aufgehoben und mitgenommen hat? Er ist besser als sämtliches Spielzeug. Das könnte wirklich sein. So, hier der nächste. Wo? Ah. Ich habe der KI befohlen, enge Bereiche zu untersuchen. Das ergibt also Sinn. Oh nein. Ich hoffe, er wurde nicht überflutet. Kein Autofahrer in New York schert sich um Zebrastreifen. Schnell drüber. Er scheint weit weggekommen zu sein. Oh, sorry. Dass die Leute das gar nicht realisieren. Richtig. Ich würde das jedenfalls sehen. Oh. Weg da.
Annäherungsalarm, was zum... Oh, das soll sein. Wenn ich den Vogel erschrecke, lässt er den Spider-Bot fallen. Mann, diese Taube ist stark. Die macht bestimmt Krafttraining. Das ist sicher, ja. Ihr Nest. Moment, da ist der andere Spider-Bot. Ich habe eine gefiederte Kleptomanin erwischt. Da ich jetzt weiß, wo beide sind, wird's Zeit für eine Rettungsmission. Wo sind die? Ah. Jungs. Harry hat mir echt einen Gefallen getan. Ich muss die Spider-Bots überarbeiten, bevor ich sie wieder in die Welt entlassen kann. Können wir jetzt ja was... Ah nein, das hat nichts beeinflusst von den Bots her. Noch eine Forschungsstation, aber... Wo befindet die sich? Ich mach mal Legende für Fisk-Verstecke aus. Was? Polizeirevier? Auch nicht? Erledigte kann man nicht machen, okay. Ja, dann lassen wir anfangs diese Map noch. Oder Gebiet. Ich hoffe, das andere Zeichen ist jetzt wieder da. Gut. Gehen wir noch dorthin. Da haben wir dann auch schon alle Teile schon gemacht. Gestern haben wir ja alle Rucksäcke gefunden. Voll über die Kante. Ah. Genau dort. Aber so kann ich sie erwischen. Ich füttere einen Algorithmus mit all den Orten und kann so ihren möglichen Aufenthaltsort eingrenzen. Ich sehe was. Ja. Unter uns. Nein. Hinten im Park. Beim Pool. Irgendwo hier. Ah. Noch eine Katze. Wieder bei einer Öffnung. Zu spät da. Aber noch ein bis zwei Orte sollten reichen, um ihr Versteck zu finden. Oh. So. Wenn ich hier scanne. In dieser Richtung wäre... Sonst sieht man gar nichts. Also von einer anderen Forschungsstation. Ist auch... Ja, außer kann es auch irgendwie nicht sein. Na, ja, komisch. Egal. Gehen wir zur Brieftaube. Und ciao. Und die Musik fängt wieder an. Ah, Taubchen. Oh, weg ist sie. Fressen Tauben eigentlich Spinnen? Nein. Oh, ich verließ sie. Diesmal war sie etwas... Oh, es könnte trotzdem noch gut kommen. Schneid ihr den Weg ab.
Oh! Okay. Oh, nice! Wir haben sie trotzdem noch was hat dieser Typ gerade dort gemacht? Dann haben wir das hier auch erledigt. Dann gehen wir hier rüber. Okay, ist auf dieser Seite. Oh! Come on! Danke. Typisch New York, dieser elende Drogenhandel. Und bei Jungs. Hey Jungs, habt ihr Rezepte für das Zeug? Der da. Hat's noch irgendwo ein Objekt? Und bumm. Alle Bonusziele erfüllt. Ich mach mich fertig. Und down. Wo er hingehört. Das war der letzte. Oh, nichts macht mehr Spaß, nice, als einen illegalen Drogendeal aufliegen zu lassen. Ah, oh, wir haben alle Schlägerverbrechen hier geschafft. Ja, wir müssen einmal diagonal durch den Central Park. Die Polizei übernimmt jetzt. Aber sollte kein Problem sein. Dass er keine Probleme hat, durch die Bäume zu gehen oder zu schwingen. Er nimmt sicher noch viele Äste mit oder Tauben oder so. Kann ja, also Spidey kann ja gerade auch alle Katzen, die in den Bäumen feststecken, mitnehmen. Ohne Probleme. Wow! Gut, sind ja schon gleich da. Alle Einheiten, gerade wurde eine Körperverletzung gemeldet. Der Tatort ist offenbar im Central Park. Nur Feiglinge überfallen einen hilflosen Menschen. Schlag mich und doch, aber ich schlag zurück. Und das war's. Oh. Und bye. Keine gute Idee. Lebe durch Prügel, sterbe durch Prügel. Badass. Kein Problem. Und die Musik geht weiter. Ah, es sieht einfach so geil aus. So, aktivieren. Series haben wir freigeschaltet. Abtauchen und sprinten. Ah, sicher im Central Park. Auf 100. Wird die Wasserqualität überwacht. Jede Verunreinigung wird sofort gemeldet. Ich wollte es selbst überprüfen, aber man hat nie genug Zeit. Ich habe das Gefühl, Harry verschweigt mir etwas. Ich hoffe, es geht ihm gut. Es sind Fische an den Algen gestorben. Wenn ich sie nicht vernichte, gelangen sie in unsere Nahrung. Ich habe in Harrys Labor ein Virus entwickelt, der sie angreift. Aber ich brauche eine Probe der Algen. Ich muss zum See. Sofort. Ja. Und das machen wir auch gleich. Oh! Dann ist er genau drin. Neues Profil, ey. Erledigt. Er macht noch ein Foto, wie ich da drin schwimme. Auf die Schnelle nur mit Schwerkraft. Auf die Schnelle kann ich Schwerkraft nur erzeugen, wenn ich von weit oben runterspringe. Das höchste Gebäude hier ist Oscorp. Ein Labor wäre geeigneter, aber ich habe keine Zeit. Ah, wegen dem Abtauchen. Erreiche ein Spitze eines. Ah, okay, hier können wir.
So. Hat es nicht? Muss ich genau. Ah, und schwinge heraus. Okay. Jetzt nur noch einmal. Ich bin nicht scharf auf ein zweites Mal. Aber ich muss wohl. Wir haben es trotzdem irgendwie noch geschafft, weil es gezählt hat. Zum Glück. Das ist ja gerade der Ort, wo wir waren. Passt ja. Nicht tief genug. Ah, Mann. Drücke, um 250 Meter weit abzutauchen. Was? Wo ist denn hier 200? Ich bin nervös. Mein Spinnfinger juckt. Oskorp, okay. Das ist ja das Höchste. Das hinten dran, aber ein wenig weit weg. Oder vielleicht passt es sogar. Also hier, das ist noch nicht weit. Wir müssen. Nice. Ja, hier haben wir die erwünschte Höhe. Oh. Schön out. Und schwinge dann heraus. Und go! Nein! Nein, weil ich... Inkompetenz pur wieder. Aber geht ja schnell wieder nach oben. Come on! Und go! Das war gut! Wenn ich mich nur nicht übergeben muss! Ich muss zurück zum See und das hineingeben. Ich dachte noch, man muss in den See rein, aber war gar nicht so. Sie fällt um. Ups. So. Sorry. Und es ist auf die Giftalge zugeschnitten. Es greift normale Pflanzen nicht an. Das hat was, denn ein Park ohne Pflanzen ist nur eine Baulücke. Nice. Auch schon abgeschlossen. Hallöchen. Tu so, als wäre ich ein Schurke. Ja, sie hat's ja gesagt. Ernsthaft. Hi. Ja, genau, ich bin's. Ah, so geil, dass man das schon überhaupt kann. Oh, voll in die Tauben rein, sorry. Und hui, hui, Kugel. Wollte ich nicht ganz so. Hier ist noch ein Forschungs. Ah, das sind noch die drei. Aber ich sehe auch. Alle Einheiten, 10:30 auf ein gepanzertes Fahrzeug. Der Ort ist Museum Mile. Das ist ja gerade in der Nähe. So funktioniert ein Geldautomat aber nicht. Das ist ja noch nicht mal einer. Die Attacke ist einfach so badass. Nice. Ah. Das war gemein. Oh, die Kamera.
wohl etwas echt Großes. Ja, that was easy. Okay. Why not? Eine Taube von Howard. Ah, oh, komm zurück, stimmt, das ist der Taubenmodus. Ah, keine Chance. Komm. Ja, das sollte gehen. Nein. Komm schon. Zum Glück hat sie nur eine Runde gedreht hier. Ach komm. Ja. Ich glaube, ja, das haben wir geschafft. Sind wir hier ganz schön im Kont. Gut, noch Black Cat dort. Ah, stimmt, wir haben ja später dann einen neuen Anzug wegen dem. Das dauert ja jetzt wirklich nicht mehr lange. Ist ja nur noch dieses Gebiet und dann das letzte. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Und ich muss okay, noch viel zu viel absuchen. Diesmal die Katze versteckt. Eingrenzen. Jede Information hilft. Wen sie ausraubt, wo sie wohnen. Dort. Nein. Ja. Ein Turm. Nein. Hier unten. Ja. Ah. Fail. Miau. Ich glaube, Lonesome Pinky wohnt hier. Eine Country-Sängerin ausrauben. Das ist kreativ. Ja, fehlt uns nicht mehr viel. Ich mache mir diese Station. Ein Ort sollte reichen. Bei der Schießerei wird es Tote geben. Und weg. Officer, schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Das war jetzt ein wenig fail. Der war knapp. Böse. Ah. Komm doch. Und bye. Und zum nächsten. Ja, ich hab dich Er lebt noch. So. Die Dämonen sind besiegt. Sie können übernehmen, Officer. 2 von 5. Und komm. Böser. Was wollte er sagen? Und go. Oh. Schon da. Und Bellatrix. Sichtlich erschüttert. Und ist wieder Nachtlevel. Habe ich schon gesehen. Der Stream läuft noch, das ist super. Diese Station könnte sicher sein, denn hier testet Oscorp militärische Ausrüstung, Tarnvorrichtungen. Aber ich will keine Tests mit bewaffneten Drohnen. Jemand könnte verletzt werden. Nicht, wenn ich sie teste. Mal sehen, ob ich die Tarnvorrichtung mit meinem Anzug vernetzen kann. Geschafft!
Oh. Ah, das Energiefeld stört meine Netzgeräte. Keine sichere Methode. Oh oh, die bewaffneten Drohnen funktionieren nicht richtig. Sie sind gefährlich. Und das Selbstzerstörungssignal funktioniert nicht von hier. Aber getan komme ich nah genug ran, um den Zerstörungsmechanismus auszulösen. Die Drohne ist nicht weit gekommen. Ich lade die Daten vor der Zerstörung runter, so können sie das Problem identifizieren. Okay, ich muss auf 10 Meter an die Drohne ran, um sie zu stoppen. Und ich muss mich tarnen. Perfekt! Jetzt muss ich sichtbar werden, um zu den anderen zu schwingen. Ach so, okay, dann ist so ein Typ von Level. Hab dich! Gut. Hey, Spider-Man! Hast du schon einen Steuerberater? Ja. Kaboom! Easy going! Ah, es geht nicht. Sorry, Drohne, aber deine Daten leben weiter. So, da oben hat's nicht noch einer. Und. Besser du als ich. Damit hast du nicht gerechnet. Wow. Okay, der war nicht gerade. Die schlauste Variante. Ah, der kommt immer hin und her. Hab ich ihn trotzdem gekriegt? Was? Okay. Ah, Mist. Okay, ich könnte hier laufen. Ständig was kaputt. Das war knapp. Dieser musste eine dran glauben. Eine Drohne weniger. Oh, nice. Okay, noch 3 Stück. Oh, oh. Ja, laufen hier einfach hoch. Sind bewaffnete Drohnen überhaupt legal? Wo hat's die anderen noch? Ah, unten? So. Spidey schlägt wieder zu. Und der Tarnmodus war lustig, aber jetzt brauche ich meine Netze. Waren wir gerade darauf? Also wir standen voll auf der Drohne. What? Wofür ich nicht die Hand ins Feuer lege. Jetzt haben sie die benötigten Daten. Die Tarntechnik ist vielversprechend, aber noch lange nicht perfekt. Ich denke, Harrys Station ist sicher. Wenn sie hier die Fehler beheben, mache ich mir vielleicht einen Tarnanzug. Oh. Upsala. Das ist noch Mission. Ich dachte, es geht schon weiter, aber... Upsala. Es wäre geil, ein Tarnanzug. Dann noch der. Also noch den zweitletzten. What? Und go! Go! Wow! Wow! Voll zwischendurch! Voll die Kugel wieder! Okay, hier oben. Nice. Zweitletzter. Bitte nach Unfall in ihren Fahrzeugen gefangene Zivilisten befreien. Der nächste Officer bitte nach Robin. Bodenschlag. Das ist der hier. Ach Mist. Okay, dann können wir die Forschungsstation noch nicht ganz komplett fertig machen. Machen wir hier noch die Bedrohung. Okay, hier wäre noch. Böser Unfall da unten. Die Jagd beginnt. Ja, ich gehe jetzt noch schnell der Taube hinterher.
Alarm! Könnte ich nur taubisch. Das ist ja die letzte Taube, die wir noch fangen müssen. Go! Come on! Jetzt geht sie wieder nach oben. Sie will mich doch triggern. Come on! Ja, und wir haben sie. Also das war die 11. Ah, es hat hier noch eine Taube. Okay, doch nicht die letzte. Dann machen wir noch das Black Cat. Die letzte Herausforderung. Sorry. Schön auf der Straße laufen. Ui. Ah, jetzt müssen wir 2 Level up machen, damit wir das mit den Forschungsstationen fertig bekommen. Wow. Schade eigentlich. Dachte, wir könnten alles jetzt gerade in einem Rutsch fertig machen. Ein Ort und ich habe die Daten, um Black Cat zu finden. Nice. Grob geschätzt hat sie ungefähr 49 Millionen erbeutet. Wenn ich sie erwische, bevor sie die 50 voll hat, steigt sie aus. Ist sie unten? Oder in einem Fenster? Bis jetzt? Oder hier, beim Park. Oh. Hallo, Cat. Oh Mann, in der Galerie haben sie den Jagdtiger. Der ist eine fette Million wert. Ich muss den Algorithmus starten und Felicia schnell finden. Nice. Level up. Ich habe ihr Versteck gefunden. Ich muss dort sein, bevor sie die Stadt verlässt. Und wir haben jetzt... Was? 1000 Meter entfernt. Ah, dort. Okay. Aber dann mache ich noch... Drückung auf dem... Ah, okay. Das ist nur eine Nebenmission. Also... Können wir den machen? Ja. Okay, dann fehlt uns dann wirklich nur einer. Das Problem lüften. Oh Gott. Meine Mom war eine große Befürworterin der städtischen Dampfheizungen. Sie seien umweltfreundlicher als fossile Brennstoffe. Aber hohe Druckkraft kann zu Explosionen führen. Die Station überwacht den Druck in speziellen Gebäuden. Hilf mir, Oscorp von der Effizienz zu überzeugen. Bitte. Harry hat viel investiert, um das Erbe seiner Mutter zu bewahren. Wer kann es ihm verdenken? In einigen Gebäuden in der Nähe steigt der Druck rasant an. Das Problem wird anscheinend durch defekte Regler verursacht. Und dann explodiert sich ja wieder alles. Bevor der Druck zu hoch wird. Und das Gebäude explodiert. Die Stadt wird die kaputten Regler ersetzen. Das war jetzt jedes Mal so. Alter, jedes Mal. Auch bei Uncharted so. Wenn man das Problem lösen, muss man einfach. Zum Glück sind die Regler draußen. Mit einem gut gezielten Netzschuss kann ich sie zerstören. Ja. Der Wette beginnt Jameson seine Show morgen mit einer Spider-Man verwüstet Gebäude-Story. Ja, das kann durchaus möglich sein. Darf keinen vergessen. Einer alleine kann eine Explosion auslösen. Gut, 4 Stück. Da oben hat's noch einer. Zu viele Leute im Gebäude. Keine Zeit zum Evakuieren. Es liegt an mir. Ja, noch ein Schuss. Zerstören. Die Stadt kann sie leicht reparieren. Und der hier. Ich glaube, dieses Gebäude ist sicher. Ich
sehe jedenfalls keinen Punkt noch. Okay. Der hier. Der hier. Hier holen wir noch Anlauf. Und hier. Jetzt hat es noch 4 Stück. Hier noch den. Noch 2 Stück. Okay, wo sind die? Ah, den habe ich wahrscheinlich nicht richtig getroffen. Ah, der ist ein wenig versteckt. Okay, schnell aufs Dach und sicherstellen, dass der Druck korrekt abgeführt wird. Ah. Ah, wieder Dampfventil ablassen, okay. Alle sind in Sicherheit. Ich hau besser ab, bevor mich hier für jemand haftbar macht. So, noch die Taube und dann haben wir es. Haben wir jetzt eigentlich der Anzug? Nein, noch nicht. Okay. Dann hier hin. Letzte Taube, dann können wir gerade die Nebenmission Katzenkorb fertig machen und dann weiter unten noch das mit den Tauben fertig oder einfach abschließen und dann können wir schön Hauptmission machen. Komm schon, die ist schnell. Letzte Taube sollte eigentlich kein Problem darstellen. Okay, ich sollte einfach nicht sagen, könnte sich ja immer noch ändern. Oh, jetzt habe ich sie. Heb mal was Schweres. Oh Gott. Ich glaub's nicht. Es sind alle wieder da. Sehr gern, Howard. Die Vögel sind froh, dass du da bist. Taubenjäger. Sandra kam besser mit ihnen klar. Es sind eigentlich ihre Vögel. Und weil sie nicht mehr da ist, sind es deine. Es ist so, als ob etwas von ihr weiterlebt, weißt du. Ich verstehe ganz genau. Du bist ein guter Mensch, Howard. Komm einfach vorbei, wenn du die Familie mal besuchen willst. Clarence sagt, er vermisst dich. Danke nochmal, Spider-Man. Kein Problem. Woo! Also ist das jetzt noch eine Nebenmission oder? Oder ist die schon fertig? Ah, die ist. Ja. Ja, sie ist abgeschlossen. Hier ist ja das Feast Center. Ja, okay. Es war auch die einzige Nebenmission in diesem Bereich. Also haben wir schon mal hinter uns gebracht. Jetzt machen wir noch schön diese Nebenmission. Wow! Ist das alles für mich? Ja. Ja. Schön den mal ausschalten. Dann müssen wir den hier hinten noch anvisieren. Ganz böser Typ. Wow, und dir? Was? Was? Hier hat's auch noch einer. Wow, okay. Bye. Oh, das hat ihm noch Schaden zugefügt. Nein. Nein. Hilfe. So. Das war nicht artig. die Dämonen haben es auf mich abgesehen, Sache ist mies. Ah, wir wollten ja zum Katzenkorb. Wo ist die? Ah. Und go! Oh.
Ich dachte, hier wäre nicht so ein Vorsprung. Wow! Was? Ah. Freedom Tunnel. Oh. Vor Feast eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose. Aber jetzt so gut wie verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang oder so sein. Was muss ich hier? Ah. Bingo. Oh. Das scheint die ganze Beute zu sein. Aber keine Spur von Felicia. Finanzdaten über die Maggia-Familien. Versucht sie, die zu erpressen? Fisk hat das vor Jahren als gestohlen gemeldet. Sie hat einfach alles geklaut. Voll Kleptomanen. Wein von einem Maggia-Weingut. Was ist denn das? Ah, das sind alle Katzen. Oh, na sowas. Die Katze tanzt mit der kleinen Spinne und sperrt sie gegen ihren Willen in ein Glas. Jetzt sind wir dann sicher eingeschlossen. Hier? Wow. Als ich sie das erste Mal schnappte, wollte Felicia das stehlen. Anscheinend wollte sie den Job jetzt zu Ende bringen. Was ist das? Ah, das ist der Anzug. Spinne, du bist hierher gerast, um mich zu retten, ja? Take me. Und irgendwie süß. Darum habe ich dir etwas Schmeichelhafteres gemacht. Zeig, was du hast. Oh, okay. Das kann okay. Nicht alles ein Spiel gewesen sein, oder? Richtig nice. Ich glaube, wir haben unseren Anzug. Katzenabdrücke als Trophäe. Spider-Man, Black Cat hat die Beweise aus der Waffenkammer geklaut. Was? Wie? Das ist wie Fort Knox. All die Katzen, die du gefunden hast, als sie alle in der Waffenkammer waren, haben sie sich verbunden, das Signal verstärkt und den Alarm deaktiviert. Niemand hat sie reingehen sehen. Sie wusste, dass ich die Katzen finden und dich informieren würde. Sie hat mich ausgetrickst. Mal wieder. Was hat sie geholt? Nur ihr altes Kostüm und die Ausrüstung. Sie wollte, dass ich die 50 Millionen Beute finde, damit sie ihr Zeug wiederbekommt? Das heißt, sie plant etwas Größeres. Wow, das muss man ihr lassen. Sie hat dich wirklich ausgetrickst. Hör ich ein Lachen? Der Anzug ist so geil. Was jetzt los? Aber Goldig war auch nice. Wir sind jetzt, wie heißen noch die Kreuzspinne? Die sind ja auch schwarz-rot manchmal. Oder schwarze Witwe. So, ja, wir haben eigentlich jetzt wirklich alles gemacht. Dann machen wir mal, die war noch. Nice! Es hat auch wahrscheinlich keinen Spezialeffekt dazu. Gut, dieser hat mich eine Weile verwirrt. Offenbar wurde Spider-Man gesehen, wie er im Stadtgebiet Dampfventile manipuliert hat. Er ist ein Vandal und oh Gott. Aber warum tut er das? Ich sage es Ihnen. Denn wenn die Stadt Leute schicken muss, um das zu reparieren, muss die Polizei den Verkehr umleiten. Und dann fehlen Verbrechensbekämpfer. Und dann bleibt, und jetzt alle, Spider-Man! Er will unseren Polizisten die Jobs wegnehmen. Auf 100. Er will ja gar nicht helfen. Schön weit fliegen und Anlauf. Schön von Dach zu Dach.
hier oben schalten wir sicher Wahnsinn, etwas Neues frei. Da. Internetberühmtheit. What? Das. Ah! Ah, es wird Nacht. Okay. Ich wollte schon sagen. Machst du es also? Die Screwball Challenge? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Tja, in dem Fall. Ah. Ah, da kommt mir Watch Dogs in den Sinn. Hab's. Und was macht das jetzt? Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Ach, BTW. Jetzt, da du an Bord bist, steigen die Zuschauerzahlen wie verrückt. Und so funktioniert. Der Matrix-Barcode, den du geknüpft hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Wie sind die Sorry, ganzen Zeit ich muss platsch. Leuten helfen. Oh, lustig, dass du das sagst. Denn das hier hilft den Bedürftigen. Ganz besonders einer. Der letzte Matrix-Barcode verriet dir den Standort eines... Jetzt kommt's... Entführungsopfer. Was? Ich weiß! Erhöhter Einsatz um all das. Ist die Kehle gehen? Gefangen. Hilflos. Wird sie verhungern? Ersticken? Das Internet sieht zu. Das ist echt übel. Sie ist irre. Aber ich muss mitspielen. Ich glaube, ich soll mal mitgehen. What the fuck? Also, es ist wirklich irgendwie psychomäßig. Was nicht Fans alles machen. Okay, was sagt ihr jetzt? Der nächste Matrix-Barcode. Er wird nicht so einfach werden. Nein! Nein! Ja. Das hat jetzt ein wenig... Ja. So, von hier geht's. Hab's! Sind jetzt alle durchgeknallt? Drei. Ah, probier's nochmal, komm. Am Knast? Was? Er sagt, du kannst nicht erwarten, Spider-Freak zu demütigen. Geht mir auch so schlimm, Gas. Alter, die ist ja wirklich durchgedreht. Tja, schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Tut mir leid, Buddy. Kann nichts dagegen tun, wenn meine Fans so alt sind. Cinnamon Challenge. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. So, wo ist der QR-Code? Ist er wieder irgendwo unten? Wo ist er? Ah, okay. Da ist der andere Code. Auf zwei Gebäude aufgeteilt. Das wird knifflig. Ja. Geht. Sicher hier oben. Nein! Das wäre, glaub ich, sogar richtig gewesen. Nein. Ja, das war jetzt auch nicht so schlau.
hier oben? Nein, dann ist er verdeckt. Es muss hier unten sein. Sicher auch an der Wand. Gut. Nice. Das ist jetzt total inoffiziell. Aber offenbar wollen hier ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell, sonst tut sich noch wer weh. Oh, ich hätte das jetzt voll fast verkackt. Und boom. So. Und meine Menschen heben ebenfalls ab. Toller Job für ein einfaches Fotomann. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Rette sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Im Entertainment heißt Langeweile tot. Ist nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Ah, verrücktes Girlie. Ah ja, 400 Meter. Dauert wirklich nicht lange. Und jump. Ja, Hinterhalt. Hier ist es. Kannst du mich hören? Moment, ich reiße die Tür ein. Oh mein Gott. Spider-Man, oh mein Gott. Ich bin dir so dankbar. Für die Abermillionen Klicks gerade. Screwball. Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau. Noch mehr Follower. WTF. Und bye, Jungs. Sie sollen aufhören. Ja, kein Problem. Ja. So, ich glaube, der ist schon mal ausgeschaltet. Ja. Ja, wirklich, für euch war das das letzte Mal. Nein, böse. Kommen noch mehr? Was? LOL. Was wird mir denn zur Last gelegt? Ich habe gar nichts getan. Das waren alles meine Fans. Da hat sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. Noch mehr Piesacken. Gut, dann haben wir diese Nebenmission auch schon abgeschlossen. Gut, dann auf zur Hauptmission. Wir sind ja jedenfalls schon gut dabei mit den Leveln und ja auch generell mit den Anzügen. Was? Zwei Typen? Drei? Und down. Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Ja, selber genäht der Anzug. Das Spiel ist abgestürzt, was?